Kapitel 19, das die Überschrift trägt Ohne Anfang und Ende oder wie ein magischer Wall den Strömwald schützt. Verletzte Tiere, warum denn das? Sind hier etwa Jäger oder Fallensteller unterwegs? Die Sorge, die aus Trixis Worten sprach, tat der Wichtelfrau gut. Ich hab's doch gewusst, dass das Kind ein gutes Herz hat. Sie ist einfach nur total verzogen. Und vielleicht hat ihr auch nie jemand so richtig erklärt, was für herrliche Kreaturen Tiere sind. Laut sagte sie, es gibt schon seit vielen Jahren keine Menschen mehr hier im Wald, und da er von einem unsichtbaren Wall umgeben ist, können sie auch nicht hierher zurückkehren. Was denn für ein unsichtbarer Wall? Das hört sich ja geheimnisvoll an. Trixie machte ganz große Augen. Es hört sich nicht nur geheimnisvoll an, es ist auch geheimnisvoll. Das müsstest du, mein liebes Kind, doch am allerbesten wissen. Erinnere dich nur daran, wie du hierher gekommen bist. Bei dem Gedanken an die Ängste, die sie in den ersten Stunden und Tagen hier im Wald hatte ausstehen müssen, bildete sich in Trixis Hals sofort wieder ein dicker Kloß. Schnell hielt sie sich den Zeigefinger, was Frau Kleinschnurf erfreut bemerkte. Der Strömwald war schon immer ein ganz besonderer Wald. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Du kannst gehen, soweit dich deine Füße tragen, und doch wirst du niemals aus ihm herausfinden, denn er ist von einem Wall umgeben, der sich je nach Bedarf ausdehnen und zusammenziehen kann und der jeden, der sich ihm nähert, abstößt. Abstößt? Ungläubig sah die Prinzessin die Wichtelfrau an. Meinen Sie so wie zwei Magnete, die sich gegenseitig abstoßen, wenn man sie aufeinander zubewegt? Aber das müsste man doch merken. Ihre Stimme war voller Zweifel. Das ist ja der Zauber. Du merkst nichts, gar nichts. Näherst du dich dem Wall, dann hast du plötzlich einen Gedanken im Kopf, der dich dazu bringt, in eine andere Richtung, weg von ihm zu gehen. Vielleicht siehst du mit einem Mal eine wunderschöne Blume und ohne lange nachzudenken gehst du darauf zu. Oder du erblickst einen fremdartigen Pilz, den du unbedingt aus der Nähe betrachten möchtest. Und irgendwann stellst du verwundert fest, dass du dich ein gutes Stück von der Stelle, zu der du eigentlich wolltest, entfernt hast. Cool. Nur das eine Wort kam bewundernd über Trixis Lippen. Wer sich das wohl ausgedacht hatte? Und wer hat so viel magische Kraft, dass er einen solchen Wall erschaffen kann? Fragte sie neugierig weiter. Der Wald gehört zum Zauberreich der Fee Melaleuca. Wir haben dir ja schon von ihr erzählt. Melaleuca ist die beste Fee, die man sich nur vorstellen kann. Für uns Wichtel und die Tiere tut sie alles. Sie hält die Menschen fern, lässt nur Tierarten hier leben, die ungefährlich für uns sind. Und das dürfen wir nie vergessen, mahnend erhob Frau Kleinschnurf ihren Zeigefinger. Sie hat das Strömen zu uns gebracht. Darum wird dieser Wald ja auch Strömwald genannt. Strömen, Strömwald, Trixi lachte auf. Daher also der merkwürdige Name. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Ja, daher der merkwürdige Name, lachte nun auch Frau Kleinschnurf. Aber nach all dem, was wir dir in den letzten Wochen erzählt haben, hättest du es dir eigentlich denken können. Und irgendwann hat Melaleuca all ihr Wissen, nun platzte Frau Kleinschnur fast vor lauter Stolz, an meinen Mann weitergegeben. Und er hat es dann mir gezeigt, damit ich meiner Familie und den Tieren hier im Wald helfen kann. Mein Kind, ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich sie mich damit gemacht hat. Sie ist eben eine ganz besonders gute Fee. Eine ganz besonders gute Fee? Trixie kam da leise Zweifel. Würde eine ganz besonders gute Fee ein kleines Mädchen alleine in einen großen Wald verbannen? Nachdenklich blickte sie die Wichtelfrau an. Aber die achtete nicht auf sie, war sie doch viel zu sehr mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Leider hatte ich noch nie die Ehre, sie persönlich kennenzulernen. Es hat sich bisher einfach nicht ergeben. Wehmütig blickte Frau Kleinschnurf Trixie in die Augen. Wie gern würde ich sie einmal treffen. Was ich von ihr noch alles über das Strömen lernen könnte. Wieder stieß sie einen tiefen Seufzer aus. Mein Mann kennt sie schon seit vielen, vielen Jahren. Wir Wichtel sind Grenzgänger, musst du wissen. Wir können durch den Wall in die Menschenwelt und wieder zurückspazieren, dorthin, wo auch die Feen leben,
gerade so, wie es uns gefällt. Mein Mann hat das früher sehr oft gemacht. Ich dagegen war noch nie draußen. Ich bin am liebsten daheim. Mit treuherzigem Augenaufschlag sah sie Trixie an. Für deine Ohren mag es sich vielleicht langweilig anhören, aber mir reicht es voll und ganz, hier zu sein. Hier in unserem herrlichen Wald, bei meinen Tieren. Aber mein Mann hat viel Zeit bei den Menschen verbracht. Und da hat er auch Melaleuca kennengelernt. Kapitel 20. Das Findelkind oder wie ein kleiner Drache alles durcheinander bringt. Vor ein paar Wochen nun hat Melaleuca meinen Mann um einen großen Gefallen gebeten, den er ihr natürlich schlecht abschlagen konnte. Sie hat uns Seppi, einen kranken Drachen, zur Pflege in den Wald gebracht. »Einen was?« rief Trixie entsetzt. Augenblicklich spürte sie, wie ihr Körper zu kribbeln begann und sich Gänsehaut vom Kopf bis zu den Zehen ausbreitete. »Sie machen Spaß, oder? Sie können doch unmöglich einen echten Drachen meinen, so mit Flügeln, Zähnen und Klauen und womöglich auch noch feuerspuckend?« Die Wichtelfrau nickte in aller Unschuld mit dem Kopf. »Und obwohl Sie wissen, dass hier ein leibhaftiger Drache sein Unwesen treibt, lassen Sie mich nachts allein?« Bei dem Gedanken an die dunklen Nächte in der alten Hütte auf der einsamen Lichtung, in unmittelbarer Nähe eines riesigen, stinkenden Drachens, stand Trixie die schiere Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. »Ach, du kannst dich wieder beruhigen. Seppi ist absolut ungefährlich. Er ist ja mit seinen 25 Jahren noch ein Kind und würde keiner Fliege etwas zuleide tun.« »Ein Drachenkind, das ist natürlich ganz was anderes«, entgegnete das Mädchen spöttisch. »Wahrscheinlich spuckt er auch nur kleine Flammen und frisst mich nicht in einem Stück, sondern häppchenweise, da ja so ein Drachenkind statt unzähliger ausgewachsener Zähne bestimmt nur klitzekleine nagelspitze Milchzähne hat.« Vor lauter Empörung fuhr Trixie sich mit beiden Händen immer wieder durch die Haare. Völlig zerzaust und sehr erbost schritt sie vor der Wichtelfrau auf und ab. »Und wer hat ihm diesen dämlichen Namen gegeben? Wie kann man einen Drachen nur Seppi nennen? So heißen normalerweise Hunde, Goldfische oder niedliche kleine Jungs.« »Solange du Wutschnauben vor mir herumstolzierst, mag ich nicht mit dir reden.« Frau Kleinschnuff drehte den Kopf zur Seite, um Trixies wütenden Blick nicht länger ertragen zu müssen. »Sag Bescheid, wenn du dich genug geärgert hast, damit ich dir erklären kann, wieso er hier bei uns lebt. Und in der Zwischenzeit, was hältst du davon, deinen Mittelfinger zu halten?« Letzteres äußerte Frau Kleinschnurf allerdings sehr sanft, wollte sie doch unter allen Umständen vermeiden, die Prinzessin noch mehr zu verärgern. Trixie verdrehte ihre Augen völlig genervt zum Himmel, hielt dann aber folgsam ihren Mittelfinger. Nach einiger Zeit fing die Wichtelfrau an zu erzählen. Melaleuca hat Seppi in einem verfallenen Turm entdeckt. Der Kleine hatte eine große, klaffende Wunde an der Flanke. Die Schmerzen müssen ihm sehr zugesetzt haben, denn er war so schwach, dass er weder laufen noch fliegen konnte. Hätte die Gute ihn nicht zu mir gebracht, dann wäre der Arme mit Sicherheit elendig zugrunde gegangen. »Ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als wenn ein Drache elendig zugrunde geht«, unterbrach Trixie sie wütend. »Warte nur, bis du den Kleinen erst siehst. Er ist wirklich herzallerliebst. Und überhaupt, deine Art und Weise zu denken ist falsch. Nur weil er ein Drache ist, heißt das noch lange nicht, dass er böse sein muss. Es gibt einen sehr weisen Spruch. Die wahre Schönheit einer Kreatur verbirgt sich im Inneren. Sieh allen Lebewesen ins Herz und nicht ins Gesicht, um sie kennenzulernen. Verstehst du, was ich meine? Da darfst du getrost einmal drüber nachdenken.« Trixie errötete unter dem strengen Blick der Wichtelfrau bis in die Haarspitzen. Die kleine Frau erinnerte sie sehr an ihre Mutter. Auch sie konnte ihr bis tief ins Herz schauen und darin lesen wie in einem Buch. Und auch sie sah in jedem nur das Gute. Die Prinzessin machte so ein Verhalten wahnsinnig. Sie selbst teilte, ohne lange zu fackeln, die gesamte Menschheit in drei Gruppen. Nett, davon gab es ihrer Meinung nach ein, allerhöchstens zwei Handvoll. Nicht ganz so nett? In diese Gruppe gehörten schon erheblich mehr Menschen. Und total bescheuert. Zu der große Rest
unter anderem auch ihr Großcousin Corby gehörte. In welche Gruppe Tiere gehörten, darüber hatte sie sich bisher keine Gedanken gemacht. Denn obwohl es daheim im Schloss ziemlich viele von ihnen gab, waren sie ihr immer fremd gewesen, so dass sie nie versucht hatte, sie besser kennenzulernen. Als sie kleiner war, hatten sich ihre Eltern viel Mühe gegeben, sie an alle möglichen Vierbeiner und Hühner, Enten und anderes Getier zu gewöhnen. Doch leider vergebens. Was als Beginn einer wundervollen Freundschaft zwischen ihrem süßen Töchterchen mit den Engellocken und einem Tier gedacht war, endete mit schöner Regelmäßigkeit in einem Drama. Von Mama oder Papa angeregt, mit sanften Händchen über Fell oder Federn zu streicheln, griff sie stattdessen wieselflink nach Ohr, Schwanzfeder oder was sie sonst zu packen bekam. Dann biss sie vor Anstrengung die Zähne aufeinander und hielt fest, als wollte sie nie wieder loslassen, so dass es schließlich auch das friedlichste Tier mit der Angst zu tun bekam. Kratzend und pickend, bellend und schnappend befreiten sie sich aus der eisernen Umklammerung ihrer kleinen Hände, was die Prinzessin, die sich um ihre Beute betrogen sah, wiederum mit Mordsgeschrei quittierte. Nach unzähligen Versuchen musste das Königspaar sich kleinlaut eingestehen, dass dieses Vorhaben gescheitert war.